Ja, okay, ich habe gerade schon aufgenommen, das Video ist jetzt ja, 6 Minuten, habe ich gemerkt, Mikrofon war ausgestellt. Die Qualität wird immer schlechter von diesen Webcam-Sachen. Der Vorteil ist, dass ich mit der Webcam-App dann immer sehen kann, ob ich gerade im Bild bin, weil ich verändere mich auch die ganze Zeit so und plötzlich ist da mein Kopf dann irgendwie noch zur Hälfte drin oder sowas oder es sieht einfach scheiße aus oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich wollte meine Sache teilen, die mich richtig begeistert hat, und zwar ist das ein Gerät, das nennt sich Somavedic, und das funktioniert so, dass es einfach Kristalle sind, die speziell angeordnet sind und durch Einwirkung von Licht, in dem Fall eine LED, ihre Magie wirklich entfalten. Das hört sich jetzt alles irgendwie komisch an und vielleicht auch esoterisch und so, aber ich finde wirklich, dass besonders Steine und also Edelsteine und Kristalle durch das Einwirken von Licht, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Edelstein ins Licht hält, dann und diese Farben, die dadurch entstehen, ich finde, dass das schon sehr magisch ist, und es ist auch nicht umsonst, dass Könige früher an ihrer Krone und auch an den Kelchen besonders gewisse Edelsteine angebracht wurden. Ich glaube, Smaragde auch, und Rubine, ich weiß nicht genau welche, ich habe da jetzt nicht so. Auf jeden Fall hat es halt eine energetische Auswirkung auf das, was getrunken wird, und deswegen hat man es auch, war es auch ein spezielles Metall im Gefäß. Das ist alles halt so verlorenes Wissen. Und das Gerät macht es halt genauso, nur halt sehr stark, weil es halt wirklich richtig gezielt angeordnet ist und durch Lichteinwirkungen richtig stark aktiviert wird. Und ich habe da nichts drüber gelesen und sonst wie was. Ich habe meine Hand drüber gehalten und habe eine richtig krasse Energie gespürt. Ich kann euch kurz das Gerät zeigen. Ich muss dafür den Laptop umdrehen, weil das Kabel von dem Gerät nicht lang genug war. Chapa. Das ist das Orangerät. Und da seht ihr unten in der Mitte sowas, so einen Punkt. Ein bisschen lila. Es sieht ein bisschen anders aus. Es ist eigentlich eher bläulicher und anders. Webcam ist halt so schlecht. Ja, ich wollte es nur kurz einmal zeigen, und bevor ihr auf das Kabelsalat hier mal blicken müsst, drehe ich es wieder kurz um. Und ich habe wirklich nicht dazu gelesen und habe dann trotzdem sofort gemerkt, ich spüre eine heftige Energie. Auch irgendwie sowas richtig krass reinigend. Und dann haben Nicole und ich gleichzeitig gespürt, wie rein und klar es im Raum wird. Und es wirkt angeblich bis 30 Meter in aller Dimension, kugelförmig. Also auch bei etwaigen Nachbarn, wenn man vielleicht, die sich vielleicht die ganze Zeit streiten, dann stellt man sich das Gerät hin, dann kriegen die auch so eine Heilenergie ab, ist auch ganz geil. Also die Luft fühlt sich hier im Raum auch immer noch viel krasser und reiner an als in der Natur selbst. Das ist heftig, was so ein aktivierter Edelstein, Kristall irgendwie, was das bewirkt. Für mich sind Edelsteine wirklich sowieso magisch, und wenn die noch aktiviert sind. Das war für mich so ein krass geiles Erlebnis, weil ich habe sowas halt vorher noch nie erlebt und habe immer nach dieser Magie gesucht, nach diesen magischen Dimensionen. Und dann ist es wirklich, habe ich das wirklich erlebt, und zwar sofort. Und ich habe mich überhaupt nicht darüber informiert, was das irgendwie bewirken soll oder kann. Und dann habe ich das alles aufgeschrieben, auf Facebook geteilt, und dann habe ich es gelesen, und es stand halt wirklich genau das Gleiche, dass sehr sensible Menschen auch sofort eine Wirkung spüren. Und dass es auch dafür gedacht ist, dass es die Luft total reinigt, harmonisiert, von Elektrosmog reinigt. Und ich habe ja sowieso immer Kopfschmerzen gehabt von den ganzen 20 WLAN-Sendern hier in dem Haus mitten in Berlin-Neukölln. Das ist deutlich besser geworden, aber vor allen Dingen die Reinheit der Luft ist so heftig. Wir haben das mal testweise ein, zweimal abgeschaltet und boah, wir konnten es gar nicht. Wir haben das nicht ausgehalten, danach noch irgendwie ein paar Sekunden auch nur ohne das Gerät, das hört jetzt irgendwie an, als wäre ich ein Verkäufer oder so. Aber ich habe das wirklich mit Nicole getestet und habe sie gefragt, so, habe ich es jetzt abgeschaltet oder habe ich es nicht abgeschaltet? Sagt sie, hab ich nicht abgeschaltet. Habe ich gesagt, ja, stimmt, ich habe es nicht abgeschaltet. Sie hat es immer noch gemerkt. Am nächsten Mal, dann habe ich es halt nochmal abgeschaltet, ein paar Sekunden oder Minuten später oder sowas. Ich habe es wieder nicht abgeschaltet. Sie sagt, nee, hast du nicht abgeschaltet. Ich sage, richtig. Dann habe ich es nochmal getestet, habe ich wieder nicht abgeschaltet. Hat sie gesagt, ja, ich habe es nicht abgeschaltet. Hat sie wieder richtig geraten. Dann habe ich es halt mal abgeschaltet. Muss ich das immer ausprobieren, das abzuschalten? Dann hat sie sofort gesagt, ja, jetzt hast du es abgeschaltet, bevor ich sie überhaupt gefragt habe. Also, und sie war halt im Nachbarraum. Und das ist so krass, die Energie, besonders wenn man sehr sensibel ist, aber es gibt halt auch andere Menschen, die es nicht sofort spüren. Entweder nach 3 Monaten spüren oder für die es gar nichts ist. Das kann halt auch sein, dass das
zu schnell reinigt, zu schnell entgiftet, so als würde man jetzt sofort auf Rohkost umstellen, weil es halt schon eine starke Energie und je nach Persönlichkeit auch. Es kann sein, dass ich irgendwie lauter und schneller und so als sonst rede. Ich glaube, ich habe mich in den letzten Monaten echt krass verändert irgendwie, teilweise. Auch so mit Chakren und Halschakra und so nicht reden können, so ein bisschen. Das ist auch gerade so, jetzt wo ich 28 bin ungefähr, lauter yogischen, weiß ich nicht, irgendwas. Warte, ich mache kurz Pause. Ja, da ist gerade jemand reingekommen, deswegen habe ich kurz pausiert. Aber dieses ganze schnelle Reden und sich dafür begeistern, was ich gerade die ganze Zeit mache, das erzeugt halt auch extrem Prana und Energie. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich war. Auf jeden Fall hatten wir das ja getestet. Also habe ich es mit Nicole getestet. Sie hat es immer sofort gemerkt, wann es aus war oder an war. Aber wie gesagt, andere Menschen spüren das nicht unbedingt und je nach Persönlichkeit, aber ich wollte es auf jeden Fall mal teilen. Was habe ich hier noch geschrieben? Ich habe es halt damals, wie gesagt, auf Facebook geteilt. Und das steht auch auf deren Webseite. Auf deren Webseite wurde unser Erfahrungsbericht halt auch geteilt unter somavedic.cz. Und dann muss man vielleicht noch /de machen für die deutsche Seite. Aber ich guck mal kurz. Das funktioniert, glaube ich, auch so. Ja, macht es automatisch. Also einfach somavedic.cz. Und da steht da schon Referenzen. Und da tauchen Nicole und ich dann auch auf. Die Referenz, die ich geschrieben habe. Ich lese kurz noch ein bisschen mehr davon ab. Man fühlt sich wie in die Luft gehoben, also richtig leicht, als würde man schweben. Schatten, wie es ab, fühlt man sich, als sinke man wieder in den Boden zurück. Das Gefühl, was man sowieso den ganzen Tag hat, wie den ganzen Elektrosmog, dass man so richtig in den Boden reingezogen wird, so quasi in so einen Vorhof des Vorhofs der Hölle, wird man die ganze Zeit mit diesem Matrix-Scheiß, mit den Elektrosmog und Giften, Lebensmittelgiften und so weiter in den Boden gezogen. Das hebt einen so krass raus. Das ist so wie so ein Schutzamulett, aber so ein aktiviertes und was halt für die Wohnung oder wenn man Vanlife macht oder so, für den Van oder fürs Auto, kann man ja auch so irgendwie ein Auto, Zigarettenanzünder mit Adapter reinstecken oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das auf die Elektrik des Autos auswirkt, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat man dann so ein krasses, wie nennt man das? Nicht Schutzamulett, das wäre was Mobiles, ist auch mobil, aber so ein stationäres Schutzamulett sozusagen, aber ein richtig krasses. Also zumindest wie Nicole und ich es persönlich wahrnehmen. Ich kann einfach das Gerät ausschalten. Ja, genau. Die Wirkung ist so heftig einfach, ich brach richtig in Euphorie aus, das war richtig krass. Ich war noch nie in meinem Leben euphorisch, noch nicht mal für eine Sekunde. Und das war das erste Mal, als ich sowas wie Euphorie überhaupt kannte und habe verstanden, was das überhaupt ist und wirklich erlebt. Das ist richtig heftig. Und danach habe ich auch gel genau gelesen, ich habe wie gesagt vorher nichts darüber gelesen, weil ich so skeptisch bin und mich das überhaupt nicht interessiert eigentlich sowas. Und auch weil das so ein bisschen technisch ist, aber nicht wirklich, es ist einfach nur Kristall und Licht, so wie in der Natur quasi auch. Aber dann habe ich halt gelesen, dass es wirklich typisch ist, dass viele Menschen dann in Euphorie dadurch ausbrechen. Und als ich das auf Facebook geteilt hatte und ein paar haben sich das auch gekauft deswegen und die haben das auch berichtet, also ein paar von denen haben auch berichtet, wie krass das auf sie wirken, wie euphorisch sie plötzlich waren. Das ist richtig heftig. Ich brauchte noch nicht mal so tun, als wäre ich so ein Werbeverkäufer, so, oh, weiß nicht, irgendein menschlicher Name. Das ist so krass genial. Hast du das auch gespürt? Spürst du das auch? Wie geil ist das? Das brauche ich gar nicht sagen, weil das bei mir einfach wirklich passiert ist. Bla. Noch mehr geschrieben. Genau, da habe ich noch erzählt, dass ich immer über so Bergbauregionen gewohnt habe, wo halt die Erde komplett ausgehöhlt wurde und halt diese erdende Energie, die Kristalle auch haben, einem genommen wurden durch diesen ganzen Bergbau. Diese Steine, also auch ganz normale Steine, Halbedelsteine, Kristalle, Edelsteine, die sind wirklich sehr wichtig für unsere Gesundheit, finde ich, und auch für die Gesundheit des Planeten und die darauf lebenden Wesen. Genauso wie die Bäume die Luft reinigen und anreichern, so reinigen und harmonisieren die Steine einen elektromagnetischen Teil der Atmosphäre und vielleicht noch einen anderen Teil. Und die Erde wird ja komplett ausgehöhlt, wie so eine Frau, stelle ich mir das vor, oder halt wie eine Hündin, die halt sterilisiert oder kastriert wird, und dann wird das ja auch so ausgehöhlt, so stelle ich mir das irgendwie vor. Der Mensch weiß gar nicht, was er sich antut durch diesen Raubbau an der Natur.
nicht nur die Zerstörung der Wälder, sondern auch der Lebensraum mit der Steine, denn sie sind auch Wesen, das habe ich geschrieben. Und dann schlief ich etwas und die Steine oder Wesen in den Steinen kommunizierten mit mir. Das war an dem ersten Tag, genau an dem Tag, so davor noch nie, irgendwie danach noch nie. Sie sagten etwas, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, ansatzweise leider, etwas zum Thema Erdung und das Wesen des Erdelements schlechthin. Was dahinter steckt. In meinen Träumen wird auch eher mit Gefühlen kommuniziert. Etwas wie, je mehr man sich konzentriert oder fokussiert, desto physikalisch wahrnehmbarere Strukturen entstehen. Und Steine sind ja auch sehr konzentriert und Kristalle, kristalline Struktur ist sehr strukturiert. Und das ist dann halt wirklich physikalisch wahrnehmbar. Und das ist für mich so das, was Erdung ausmacht und das Erdelement auch ausmacht. Da habe ich hier noch verglichen mit, weil ich ja recht Bodybuilding-affin finde, habe ich das darauf übertragen, mit einem Beispiel geantwortet, sowas wie, also im Traum habe ich das dann beantwortet. Ach, wenn ich mich also richtig hart auf eine Übung konzentriere und fokussiere, anstatt sie einfach nur larifare luftig leicht durchziehe, sondern richtig da reingehe, dann führt das dazu einen geringen Fettanteil vorausgesetzt, dass einzelne Muskelfasern, sprich physikalisch wahrnehmbare Struktur, optisch richtig gut und vor allem sehr differenziert und strukturiert durchkommen, anstatt dass einfach nur als plumpe und stumpfe Masse hindurchkommen. Ich weiß nicht, ob das versteht. Strongmans und so zum Beispiel haben immer so eine fette Wampe und so grobe Trollmuskulatur, sage ich mal so. Und die sind, weil die immer sehr viel Gewicht heben, sind die, weiß ich nicht, sehr, finde ich, sehr geistig irgendwie dabei und schaffen es nicht mehr, sich dabei zu erden, weil das einfach keine Rolle mehr spielt, weil die wollen einfach nur noch dieses Gewicht und so weiter und sind auch immer in der Zukunft mehr Gewicht, also die Top-Athleten. Und wenn ich Bodybuilding mache, ist das schon eher so, dass ich mich richtig hart auf meinen Körper konzentriere, auf mich konzentriere. Deswegen finde ich auch was sehr Spirituelles. Und dadurch entstehen dann halt andere also entsteht eine andere Muskulatur, wenn ihr zum Beispiel Derek Treesize googelt. Der hat eine richtig krasse Struktur, finde ich. Und der trainiert auch genauso, wie ich das meine, so richtig krass strukturiert, geordnet und weiß ich auch nicht, wie man es noch so sagt. Und andere Bodybuilder sind für mich, haben für mich so eine grobe, plumpe, zwar richtig massive Masse, aber plump. Und das ist für mich eben nicht geerdet, obwohl die halt so eine Masse haben. Und nicht konzentriert und dicht. Das ist eher so schlabbrig. So, okay, ohne jetzt weiter noch drüber auf einzugehen. Genau, ein Stein ist halt auch eher stumpf und plump, ohne es jetzt zu werten. Und ein Edelstein ist halt sehr strukturiert und konzentriert. Das wäre dann auch wieder so eine Abstufung jetzt innerhalb der Steinfamilie, sage ich mal so. Wenn ich hingegen eine Übung so ausübe, dass ich mich eigentlich davon loslöse und nur von A nach B will, wie Powerlift oder Strongman, ohne wirklich gefühlten Widerstand, dann baut sich dadurch nicht viel physisch Wahrnehmbares auf. Es gibt halt auch wirklich Powerlifter, die wiegen nur irgendwie 60 Kilo und können trotzdem 320 Kilo aus dem Kreuz heben. So meine ich das zum Beispiel. Deswegen sind viele gute Powerlifter im Gegensatz zu Bodybuildern sogar recht dünn und sie sagten, ach so, und die Steine sagten dann zu mir, genau so ist es. So funktioniert es ein bisschen. Es ist blöd, dass ich mich jetzt ein bisschen vielleicht verhaspel, weil ich hier jetzt doch ein bisschen ablese. Aber ich wusste, dass das passiert und habe das Monate irgendwie herausgezögert, das Video zu machen. Und ich muss mal gucken. Gut, er nimmt immer noch auf, das ist super. Letztes hat das abgebrochen. Und ich will das Video einfach jetzt mal machen, wirklich. Das finde ich einfach so schade. Ich liebe das Erdelement und selbst auf massiven konzentriert zu sein, stark und in sich ruhend schlummernde Kräfte und durch Licht aktivierbar. Das ist ein guter Vergleich. Ich liebe das schwere, langsame, behäbige, kraftvolle, genauso wie das schnelle, energetische, sowie das fließende Anpassen und auch das luftig leichte Erde, Feuer, Wasser, Luft. Es ist ja alles sehr schnell runtergeredet, aber wenn euch das interessiert, könnt ihr euch gerne das nochmal durchlesen, weil ich das so geschrieben habe. Wie gesagt, ist das alles auf der Sommerwedik-Seite verlinkt. Ja, wenn euch das interessiert, das auszuprobieren oder so, sagt mir gerne Bescheid, weil dann könnt ihr 10% bekommen auf das Gerät. Wir haben jetzt das Uran-Gerät und ich sag ganz ehrlich, ich habe das geteilt, weil ich richtig motiviert war, weil ich es richtig geil fand. Und dann haben Leute gesagt, wo kann ich das kaufen? Also ich hatte nicht die Intention damit. Und dann kam der Vertreiber von Summerweg auf mich zu, hey, Leute wollen das irgendwie kaufen durch deinen Post.
Hier gibt ihr mal einen Rabattcode und so weiter. Und das heißt, wenn ihr es sowieso kaufen wollt, nicht weil ich euch das jetzt irgendwie vorstelle oder sage, aber wenn ihr so wirklich Bock drauf habt, dann könnt ihr halt so einen Gutscheincode kriegen. Ich fühle mich trotzdem schlecht dabei, irgendwie so ein Video zu machen, wo ich eigentlich keinen Grund dazu habe, weil die Leute das wirklich geil finden. Und weil es einfach, ich finde, das ist bei mir so ein Programm, dass ich das scheiße finde, eigentlich so wie zu machen, obwohl das gar nicht so ist. Aber viel schäderer, keine Ahnung, finde ich es noch, dass ich das einfach geil finde und die Wirkung wirklich so geil ist und wirklich da ist und dass das dann nicht in die Welt rauskommt, das finde ich noch viel mehr schade. Und deswegen, ich habe da so zwei Sachen, die so gegeneinander laufen, deswegen mach ich das Video einfach trotzdem, auch wenn ich Angst habe, dass da trotzdem irgendwie, nee, das macht einfach keinen Sinn. Wie gesagt, 10% Gutscheincode gebe ich euch, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt oder E-Mail marvin@golor.eu, Gollor oder weiß nicht, auf Facebook, irgendwo einfach kontaktieren. Ja, aber wie gesagt, es ist wirklich so, pro Person, die es kauft, dafür kriege ich dann 10% Rabatt auf das Teil. Das Teil haben wir jetzt zwar schon geschenkt gekriegt, also wir haben es ja schon geschenkt, weil schon so viele es gekauft haben. Dadurch, dass ich es geteilt habe, aber wenn ich euch, dass ihr euch trotzdem interessiert und ich mache halt das Video, ich kriege dadurch nichts weiteres, kein weiteres Geld oder so. Aber wie gesagt, ich finde das einfach richtig geil, das Produkt. So, ich will mich jetzt nicht weiter rechtfertigen. Ciao.